Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Agatha Christie Mord im Orient Express. Ja, in der letzten Folge waren wir uns nicht ganz sicher. Moment, da ist die Bar. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Waren wir uns nicht ganz sicher, wie wir jetzt weitermachen sollen. Ich denke, dass wir mit dem Arzt sprechen können. Ach so, ich wollte auch noch gucken, ob wir jetzt hier eigentlich alles fertig haben. Aber ich meine... Ups, nein, wie? Da. Ich meine schon, dass wir jetzt alles grün... Nein, wir haben nicht alles grün. Moment. Wer raucht? Ich muss mir merken, wer von den bereits befragten Personen raucht. Ja, das wissen wir doch. Moment. Sie hat gesagt, sie kann den Gestank nicht ab, ne? Sie raucht nicht, meine ich. Ui. Das ist der, ich meine, er hätte gesagt, dass er raucht. Ich schaue nochmal eben auf meinen Unterlagen. Ich habe mir das zumindest ein bisschen, Fouché, das war der andere. Ich meine, aber der hätte auch gesagt, dass er raucht. Ich finde es jetzt gerade so auf die Schnelle. Ganz ehrlich gesagt nicht in meinen Unterlagen, aber ich meine, er hätte auch gesagt, dass er raucht. Magnifique. Der raucht auf jeden Fall. Er war Masterman. Das war der Diener, ne? Er war, glaube ich, der gelegentliche Raucher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Er raucht auf jeden Fall. Arbeit. Genau, und das ist McQueen. Er hat, glaube ich, gesagt, dass das sein Laster ist, dass er ein starker Raucher ist, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Das war einfach. Okay. Oh Gott, meine Unterlagen. Ah, da geht's noch weiter. Wähle zwei wichtige Elemente aus, die während der Befragung von Captain Arbuthnot aufgedeckt wurden. Eine Fläche mit E-Zigarettenflüssigkeit wurde gefunden. Ist die einzige Person, die E-Zigarette raucht. Ja. Der Mord fand offenbar zwischen Mitternacht und 1.45 Uhr statt. Ja, das ist richtig, weil wir sind um 1.45 Uhr aufgewacht, daran erinnere ich mich noch, und haben eine Frau, na gut, ich habe mir aufgeschrieben, roter Mantel, mit hinten mit so einem Drachen drauf gesehen, so einen chinesischen Drachen, und ich meine, sie hatte einen Turban auf dem Kopf. Monsieur McQueen bestätigte jedoch, dass Captain Arbuthnot bis 1.45 Uhr mit ihm gesprochen habe. So, demzufolge dürfte es entweder nicht sein, dass er der Mörder ist, oder die beiden haben das gemeinsam gemacht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das muss ich jetzt nochmal machen hier, die beiden. Ich kann Captain Arbuthnot nicht beschuldigen, obwohl die am Tatort gefundene Flüssigkeit seine war. Schützt ihn sein Alibi. Ach, ja. Captain Arbuthnot ist der einzige Passagier, der E-Zigarette raucht. Selbst wenn diese Flüssigkeit in Regets Zimmer ein solider Hinweis ist, hat er ein Alibi. Ohne weitere Beweise kann ich ihn nicht beschuldigen. Et voilà. Aber jetzt haben wir alles. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zum Doktor. Ich hoffe, dass er uns... Ja, gut, zur Tatwaffe wird er uns wahrscheinlich nicht viel sagen können. Er hat halt gesagt, dass es ein spitzer Gegenstand war. Ich nehme mal an, irgendwie sowas wie ein Messer oder ähnliches. Moment, die war in 105, glaube ich, ne? Und dass es irgendwie 12 Stiche oder was waren. 12 Stiche bedeutet, wenn es jetzt 12 waren, eigentlich zum einen keinen Mord zur Selbstverteidigung, zum anderen, weil es kann ja mal sein, dass einer auf einen zugestürmt kommt und man das Messer zückt, um sich zu verteidigen und denjenigen dann in Anführungszeichen aus Versehen umbringt. Zum anderen ist es kein normaler
in Anführungszeichen Mord, sondern es ist schon sowas wie ein Mord in Rage. Und das ist schon heftiger. Okay, mit ihm können wir nicht sprechen. Müssen wir jetzt vielleicht mit dem anderen sprechen? Oder habe ich jetzt doch noch... nee, das war die falsche. Habe ich jetzt doch noch irgendetwas übersehen? Nö, da ist alles grün. Nee, erstatte Buku. Ah, okay. Buk, nicht Buku. Ah, dann gehen wir nochmal zurück. Ich krieg das heute nochmal irgendwann irgendwie hin. Wer mir schon länger zuguckt, der hat ja schon mitbekommen, dass ich hier gerne mal von A nach B laufe und dann feststelle, dass ich eigentlich bei A hätte bleiben sollen. Und dann wieder zurücklaufe. Aber ich denke mir, bevor ich das jetzt rauscutte und alle denken, keine Ahnung. Ich denke mir dann immer, wenn ich irgendwas rauscutte, dann denken die Leute, ich habe mir die Lösung angeguckt oder so. Und da ich niemand bin, der sich Lösungen anguckt, ja, außer vielleicht mal privat, wenn ich halt nicht aufnehme. Aber so versuche, ach, da ist er doch. So, nee, da ist er nicht. Bin ich denn doof? So versuche ich halt immer alles so rauszufinden, ohne irgendwelche Hilfen. Wenn natürlich irgendwo mal einer was schreibt oder mir irgendeiner sagt, hör mal, wenn du das Spiel spielst, achte besonders da und da drauf, dann kann ich natürlich nichts dafür. Nun, mon ami, ich hoffe, Sie kommen mit Ihren Ermittlungen voran. Von der Tatwaffe gibt es an Bord noch keine Spur. Der Mörder könnte sie überall versteckt haben. Sie muss irgendwo sein. Das ist wohl wahr, Bug. Sie muss irgendwo sein. Dem Bericht von Dr. Konstantin zufolge wurden die Stichwunden von mindestens einem Rechts- und einem Linksender verursacht. Und zwar mit unterschiedlicher Stärke. Im Moment sind alle, die ich überprüft habe, Rechtsender. Es ist noch nicht möglich, irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Allerdings muss ich noch ein paar Leute befragen, vor allem die russische Prinzessin. Gibt es noch andere Spuren, die es zu verfolgen gilt? In der Tat, der Fall ist noch lange nicht abgeschlossen, mon ami. Das war die Russin, die Prinzessin. Okay, das ist wichtig für mich. Ich habe die Person identifiziert, die für das am Tatort gefundene Fläschchen mit der Flüssigkeit für die E-Zigarette verantwortlich ist. Und? Ist das unser Täter? Sollen wir ihn festnehmen? No, leider gehörte dieses Fläschchen Captain Arbit Nord, aber er hat ein Alibi für die Zeit des Mordes, das von Monsieur McQueen bestätigt wurde. Monsieur Buck, Monsieur Poirot. Michel, bitte beruhigen Sie sich. Aber es ist Madame Hubert. Sie sagt, sie habe die Mordwaffe in ihrem Zimmer gefunden. Sie ist sehr aufgebracht. Los, Poirot! Na dann? Haben wir jetzt die Mordwaffe gefunden oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Moment, die ist neben mir, ne? Ich bin jetzt in 202. Das heißt, die müsste in 203 sein. Oder? War das, als ich in 102 war? Ah, jetzt bin ich verwirrt. Moment, Moment, Moment. 204. Wieso eigentlich 204? Die wäre doch 1 neben mir. Ach nee, 1 neben mir war er, glaube ich. Okay, 204, das ist hier. Oh, ich verlange, diesen Zug verlassen zu dürfen. Madame, wir stecken fest in einer Lawine. In den Bergen. Es ist offensichtlich, dass ein Mörder unter uns ist. Er hatte die Frechheit, seine Waffe in meinem Zimmer zu verstecken. S'il vous plaît, Madame Hubert, atmen Sie tief durch und erzählen Sie uns, was passiert ist. Wo haben Sie das Messer gefunden? Ich wollte ein Taschentuch aus meiner Handtasche holen und als ich sie öffnete, sah ich es. Ein verdammtes Messer. Werde ich die Nächste sein? Ich bezweifle sehr, dass der Mörder Ihnen dann seine Waffe geben würde. Was meinen Sie damit? Madame, er hätte es benutzt. Oh mein Gott. Haben Sie das Messer angefasst? Nein, natürlich nicht. Was für eine Frage. Das heißt also no.
Ja gut, theoretisch könnte sie die Tasche geöffnet haben, weil sie ja was rausholen wollte und reingegriffen haben. Also es muss ja nicht mal mit Absicht passiert sein. Er sollte jetzt allerdings auch nicht reingreifen. Ist dieses Messer die echte Mordwaffe oder handelt es sich dabei bloß um eine falsche Fährte? Ja, es ist die Frage. Es ist auf jeden Fall kein Küchenmesser oder so, so wie es aussieht. Ich habe schon überlegt, ob es einer aus der Küche gewesen sein könnte. Sonst haben wir ja auch nichts mehr mit der Tasche, ne? Madame Hubert ist völlig aufgelöst, Poirot. Ich sollte bei ihr bleiben. Bitte machen Sie ohne mich weiter. Es ist mein gutes Recht, aufgelöst zu sein. Vielen Dank, Mr. Buck. Ist nicht nur aufgelöst, sie ist total aggressiv. Nicht, dass sie den nächsten Mord hier begeht. Ah. Haben wir denn noch irgendwas, was wir jetzt hier... Beweise, dass das Messer die Mordwaffe ist. Achso, den Doktor. Ja, ja, klar. Wo ist denn der jetzt nochmal? In 105, ne? Oh Gott. So langsam kann ich mir zumindest ein paar von den Sachen merken, was wo ist. Eieieiei, ist das aufregend hier. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass nach langer Zeit nochmal ein Spiel, wo ich tatsächlich jedes Mal total scharf drauf bin, weitermachen zu können mit der Aufnahme. Weil ich es einfach total klasse finde. Dann natürlich auch noch die gute Grafik dazu. Dr. Konstantin, wir haben vielleicht unsere Mordwaffe gefunden, aber wir müssen auf Nummer sicher gehen. Es gibt eine ziemlich schnelle Methode, um sicher zu sein. Ich habe die Tiefe der Wunden geschätzt. Sie können die Tiefe jeder Wunde leicht feststellen, indem Sie die Breite vergleichen. Es gibt 5, bei denen ich mir nicht sicher bin. Probieren Sie es. Und dann werden wir unsere Ergebnisse vergleichen. Das werde ich tun, Doktor. Aber Doktor, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Grün... Finde für jede Wunde am Körper die Tiefe, die zur Messerform passen könnte. Theoretisch. Ja, aber wie soll ich die... Woher soll ich das wissen? Breite Tiefe. Ich weiß doch nicht, wie breit es sein soll. Das sieht mir aus, als ob das, naja, vielleicht nicht mit dem ganzen Messer, aber vielleicht mit dem halben oder so gemacht wurde. Keine Ahnung. Diese Antwort mag zwar falsch sein, okay. Aber ich muss zugeben, dass ich... No, nicht gut. Also... Denk nach, Poirot. Das kann nicht die Antwort sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr verstanden habt, was ich jetzt hier eigentlich machen soll. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der... Oder anders gesagt, woran ich jetzt erkennen soll, wie groß oder klein das jetzt sein soll. Also das ist nochmal ein Ticken kleiner. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nie... Das ist 5. Das ist die richtige Antwort. Weil ich habe doch keinen... Was meinen Sie, Doktor? Ist dieses Messer wirklich die Mordwaffe? Daran besteht kein Zweifel. Die von Ihnen identifizierten Tiefen entsprechen den Schätzungen, die ich bei der vorläufigen Autopsie gemacht habe. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie die Waffe in Händen halten, die Ratchet das Leben genommen hat. Vielen Dank. Ich fühle mich schon viel besser. Die Ruhepause hat Ihnen Zeit gegeben, das Medikament größtenteils abzubauen. Ich fühle mich immer noch etwas wackelig auf den Beinen. Das ist verständlich. Fühlen Sie sich in der Lage, Ihre Geschichte jetzt fortzusetzen? Ja. Ja, ich glaube schon. Wo war ich stehen geblieben? Sie erklärten, wie Sie zum Haus der Armstrongs zurückkehrten, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihr armes Kind tot war. Ja, das war's. Ich fühlte mich hilflos. Meine Rolle in diesem Fall war offiziell vorbei, aber ich wusste, dass ich es nicht dabei belassen konnte. Daisy verdiente Gerechtigkeit.
Zwei Tage später kehrte ich zum Haus der Armstrongs zurück, um ihnen mitzuteilen, dass Daisys Körper bald zur Beerdigung freigestellt werden würde. Ich war wütend auf mich selbst, dass ich ihnen keine besseren Nachrichten überbringen konnte. Ich war nicht auf eine weitere Tragödie vorbereitet. Okay, eine weitere Tragödie. Hat das mit dem Kindermädchen zu tun? So mein erster Gedanke. Hallo, Miss Moreau. Ich bin hier, um Colonel Armstrong zu sehen. Guten Morgen, Ermittlerin Locke. Colonel Armstrong ist oben. Es geht ihm nicht gut. Okay, scheinbar nicht. Moment, da ist das Kindermädchen. Ist denn eine der Doppeltüren vielleicht? Nee, das ist ein Kinderzimmer. Ach so, okay. Guten Morgen, Colonel Armstrong. Ist Ihre Frau hier? Hier? Nein, Sonja ist nicht hier. Nie auf dem neuesten Stand. Sie ist letzte Nacht an den Folgen einer Fehlgeburt gestorben. Meine Frau, Daisy und unser Baby. Meine ganze Familie ist... Es tut mir so leid. Ich bin heute Morgen direkt hierher gekommen. Ich habe erfahren, dass Sie die Rückführung von Daisy zur Beerdigung veranlassen können. Ich wusste ja nicht. Nun, dann brauchen Sie ab sofort nicht mehr zurückzukommen. Ich kann dafür sorgen, dass Daisy, meine Frau und unser ungeborenes Kind gemeinsam beerdigt werden. Sehr effizient. Als Mann des Militärs weiß ich, Effizienz zu schätzen. Ich weiß, wie schwer das für Sie sein muss. Nein, das wissen Sie nicht. Sperren Sie sich Ihr Mitleid. Ich will, dass Sie Ihren verdammten Job machen und dieses Monster fangen, das das getan hat. Ich weiß, Sie werden mir nicht glauben, aber ich schwöre es Ihnen. Ich werde denjenigen finden, der das getan hat. Und wenn es mich in die entlegensten Winkel der Welt führt... Ich werde den Täter finden. Dann gehen Sie. Bitte, gehen Sie jetzt. Gehen Sie und finden Sie den Verantwortlichen. Okay. Das Haus, in dem einst das Lachen eines Kindes zu hören war, fühlt sich jetzt so leer an. Ich werde nicht aufgeben. Ich bin ein Teil dieses Falles. Oder der Fall ist ein Teil von mir. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum sie das Ganze durchziehen wollte. An alle Einheiten. Wanderer in der Nähe der Hütte, in der Daisy Armstrong gefunden wurde, haben einen Pickup gesehen, der durch das Absperrband und über die unbefestigte Straße in Richtung der betroffenen Hütte hochgefahren ist. Ist eine motorisierte Einheit in der Nähe, die übernehmen kann? Einheit 28. Wir können übernehmen, aber wir sind ziemlich weit weg. Zentrale, hier spricht Einheit 11. Ich kümmere mich drum. Verstanden. 11, Sie übernehmen. Verstanden. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.